Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Story mit Aqua begonnen und haben einen etwas doch langen Part am Ende gehabt. Und ja, Entschuldigung. Jetzt wird es aber ein bisschen chilliger, so ungefähr 30-minütige Parts. Ich habe bis Level 6 trainiert, kriege immer noch derbe aufs Maul. Also nicht mehr so derbe, aber es geht jetzt schon eigentlich. Und ja, so sehen meine Werte aus. Und ich sollte vielleicht noch was herstellen, genau. Magie ist natürlich wieder vollkommen übertrieben hoch. Mir fehlt nur ein Kommando. Deswegen werde ich jetzt mal kurz hier eins herstellen. Und zwar nehme ich zwei Eis, um Eisreihe zu stellen. Ich glaube nicht ein Zeitkristall, um Magias zu bekommen. Magias, ausgezeichnet. Das ist definitiv das Wichtigste, was Aqua brauchen wird. Und zwar Magie. Es sind, glaube ich, alles die exakt gleichen Fähigkeiten wie bei Ventus und bei Terra. Also ja, Unterschiede gibt es da, glaube ich, nicht. Bin mir aber natürlich nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich kann Schwert von und Fesseln auch noch verbinden. Merke ich gerade. Mach mal damit Hilfe. Weiß ich nicht. Feuerfesseln, Energiekristall. Combo Plus, ja, das ist jetzt nicht so dolle. Aber nehmen wir das. Combo Plus kann ich leider nicht abstellen. Verdammt. Gut, aber wir werden mit ihr sowieso oft Magie einsetzen. Jedenfalls, wir machen uns auf zum Zwergenwald. Und wenn euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und den Kanal weiterhelfen wollt. Das wäre sehr dolle von euch und wir gehen jetzt auf volle Möhre rein. Zu diesen unfreundlichen Zwergen, die Ventus voll beleidigt haben und so, wo er nichts getan hat. Wortwörtlich. Du bist nicht. Haben wir nie beigebracht, von Fremden irgendwas anzunehmen. Oh Mann. Ja. Und da kommt Aqua. Hallöchen, Leute. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen zu irgendwas hier. Oh. What has happened here? Da steht sogar Schneewittchen dran. Oh, Snow White. She was just as sweet as could be. She sang us pretty songs. And made us smile. At bedtime, she told wonderful stories. About falling in love with the prince she met. And when we went to work, she gave us all a kiss. She was so full of kindness. Why, she made better folk of all of us. Anscheinend nicht gegenüber Ventus. Well, you've said she must have been very loved. But how did this happen to her? A wicked queen was horribly jealous of our dear Snow White's beauty. So she used her evil magic to change into an old hag. Then she gave Snow White a poisoned apple. Woher wisst ihr das? By the time we got here, well, it was just too late. Woher wisst ihr das dann? Well, the princess is still as can be. Nothing we could do would wake her. Isn't there some way we can help her? Well, not unless somebody craves the basil. I'll brave the castle. No, you fools can stay here doing nothing. But I'm not afeard of going, not even to that witch's lair. You'll never make it. The castle's supposed to be guarded by magic and crawling with monsters. Hmm. All right, then I'll go. Nach unserem Fachgebiet. I will. Leave it to me. Well, all right, my dear. We'd be much obliged. Ja,
Dwarf Woodlands, der Zwergenwald. Ich kann immer noch nicht verzeihen, dass diese unfreundlich gegenüber Ventus waren. Also das ist nicht notwendig gewesen. Deswegen sind bei mir unten durch. Tut mir leid. Ich war ja so in dem Film drauf. Ich weiß nicht mehr, ist schon so lange her, seit ich Schneewittchen geguckt habe. So unglaublich lange her. Oh, ihr habt alle eure Hüte wieder auf. Ausgezeichnet. So. Ups, Entschuldigung. Rache stört. Oh, endlich mal was. Das ist so was Ähnliches wie Rache, wie auch immer der Angriff bei Ventus hieß. Jedenfalls, ich werde angegriffen und dann kann ich Viereck drücken. Da war ich so eine Art Barrieresturzangriff. Das ist nicht schlecht. So. Vita konnte ich mir übrigens auch kaufen nach der ersten Welt, was schon mal sehr gut ist. Jetzt muss ich nicht die ganze Zeit aufpassen, ob ich verdammt noch mal meine Heiltränke verballer. Und gut, wir, das ist der richtige Weg, oder? Ja, gut. So, ich werde auf jeden Fall sehr viel Magierst einsetzen. Ich weiß jetzt, wie man den herstellt. Man nimmt zwei gleiche Zauber, so wie Eis und Eis am besten. Tut einen Energiekristall einsetzen. Dadurch kriegen wir Magierst anscheinend. Als ich bei Ventus ja einige Sachen hergestellt habe, habe ich ja nachgeguckt bei den ganzen Kommandos. Ein paar sind so hängen geblieben. Ja, wahrscheinlich auch nachgucken, ein bisschen früher. Wow. Ah, Vita. Jetzt war nichts mehr übergelevelt ist, aber was soll's. Da sind die hier sind die bösen Bäume, die ein Mädchen angegriffen haben. Weil ich für Level Up bekommen. Ich glaube, Magie ist hochgegangen, Abwehr ist einmal hochgegangen, einmal Angriff hochgegangen. Ich habe mein Level Up, da ist Magie und Abwehr hochgegangen. Da habe ich voll gefreut. Ja, jetzt wo wir Vita haben, dürfte halt nicht mehr so schwierig sein. Der Anfang ist eigentlich nur schwierigste. Ich habe nur einen Angriffszauber, der nicht so dolle ist, aber wird reichen, um mehr durchzukommen. So schwer wie am Anfang wird es hier nicht mehr. Mal kommen, bloß reicht sogar, um die alle zu erledigen. Das Magika. Wow. Ja, wir kriegen jetzt zwar noch ein bisschen auf die Fräse, aber so schlimm ist es nicht. Ihr seid ja immer noch welche. Ich muss hier für euch beiden mein Dings hier einsetzen. So. Ach, für euch. Die blöden Vögel, ey. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich sollte vielleicht meine Dings einsetzen. Habe ich schon irgendwas hier hochgelevelt? Nö. Also doch, ja, aber... Wird ja meine Dingens einsetzen. Terra! Ja! Nicht dieses 2D-Minecraft-Spiel oder so? Nee, das ist wieder was anderes, ne? So, bam, den haben wir schon mal. Ah, Cinderella! Heilung, ja. Level zu hoffen. Super Trank. Moment, den Link wird glaube ich aktiviert. Der aktiviert, wenn ich Gebiet wechsle, ne? Oh, diese blöden Hasen hier, mit denen habe ich so viel Probleme. Greifen an, als wäre nichts. Würde ich gar nicht angreifen, aua. Was ist das? Oh, ich glaube, das Magika. Mein Combo Plus wegmachen. Ja.
Attacke geschrieben, ausgezeichnet. Und euch tue ich schön von der Weite, ja. Angreifen von der Ferne, meine ich. Da endlich. Seifenblasen! Ah! Digimon oder was? Boah. Was ist das? So. Diesen Weg konnten wir eigentlich auch noch mit Ventus rumlaufen, aber habe ich nie gemacht. Ja, jetzt sieht man das Gebiet halt. Ne, da war nichts. Aber egal. Bei drei verschiedenen Charakteren, drei Spieldurchläufe, kann man euch ein paar Sachen hier außen vor lassen. Finde ich jetzt. Is something wrong? This castle, it's different somehow. And I can't find the princess or hear her beautiful voice. Was it all a dream? Wait. You mean you know Snow White? Ja, ist Schneewittchen eigentlich eine Prinzessin? Oh, das ist eine doofe Frage, aber... It was a song that drew us together. Weißt du, die aus dem Schloss geflüchtet ist? Has something happened to the princess? Yes, I'm afraid so. The wicked queen tricked her into eating a poisoned apple. I must go to her. Where is she? In the woods, guarded by seven kind. Weiß ganz genau, was man tun muss in solchen Situationen. Perhaps there's a way I can help. Ich bin ein Prinz. Wir Prinzen, wir wissen genau, was zu tun ist. Wir haben so eine Ausbildung dafür gemacht. Wer sind wir? Okay, Karte, 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 oder? Wenn ich mich nicht irre, ist da noch irgendwas Schönes. Und da kann man, glaube ich, nicht hin. Hallo. Ich meine eigentlich da oben. Ich Sturmlauf. Warte mal, ich habe Ventus. Ich habe Juventus. Das war wert. Das ist doch Sturmlauf, oder? Oh, noch mal viel zu weit. Wir sind gut in der Zeit, also können wir halt ruhig machen, finde ich. So. Nicht so weit machen, Frau. Haben wir hier noch? Boah. Ich glaube, irgendwie Sturmlauf oder so. Also habe ich Sturmlauf. So. Rechter Analogstick, bitte. Ja. Warte, komm. Wieso? Ob ich da nicht hätten. Ja, doch Barrieresturz, ne? Müsste eigentlich auch reichen. Hi. Wow. Gott. Oh, wenn ich damit nicht dahin komme, ne? Oder könnte ein bisschen knapp werden. Ne. Okay. Ja, aber hier schon müssen wir auch noch hochleveln. Ah, nicht blöd, wenn sowas passiert. Wird mir ja die vorher einverleiben, die Sachen. Wupp. Ich finde Kampfmusik hier gut. Oh. Ich habe auch Green Drops, wenn ich halt auch mal jetzt spielen kann. Wo ich sagen muss, das ist noch so ein etwas schwächerer Teil. Ich bin hier nicht besser als Birth by Sleep, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nur wegen der Mechaniken dieses Spiels. Dazu kommen wir später. Ein Monat ungefähr. So, Gegner, kommt schon. Oh Gott. Oh Mann. Ah, muss das so jetzt hoch werden. So ist das. So. Da hängen wir uns dran.
Ah, ich glaube, das hier muss. Schnapp ich jetzt aufgemacht. Was will ich da lang? Wie kommen wir denn da durch nochmal? Komm ich da überhaupt durch mit Aqua? Ich weiß gar nicht. Ja, da wollte ich gar nicht. Die blauen. Müssen wir. Okay, ich glaube, da war doch richtig. Also falsch, was schon wieder richtig war. Start. Und voll Start. Jetzt gehen wir wenigstens vernünftige Erfahrungspunkte. So ein, zwei Erfahrungspunkte in der ersten Welt war schon ein bisschen läppisch. Falsch rum. Na, dann muss ich. Nochmal. Gott, glaube ich. Was hat? Beim ihrer Angriff sehen ein bisschen natürlicher aus als die vom Ventus. Weiß nicht, er ist ja irgendwie durch den halben Bildschirm immer geflogen. Irgendwelche Verrenkungen gemacht, die irgendwie keinen Sinn machten. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ja, komm. Aus dem Weg. Ist hier richtig? Ja, war ich. War. Fünf Viecher. War, kann ich nicht mal hier zurück? Oh. Ich mach die fertig, weil die mehr Erfahrungspunkte geben, ey. Er denkt, dass ich bei anderen hier irgendwie Anhaltung bei denen nicht. Terra. Oh. Und sagt sie immer Terra. Aber gestiegen, gut. Ich glaube, ihr Ding ist jetzt voll, ne? Oh, Vita, nein. Ah. Kann man nicht Vitra herstellen, oder? Doch, Vitra, haha. Also mal mein Zeitzahl. Magia ist ausgezeichnet. Es wird was. Und zweimal Magias ausgezeichnet, ne? Mal wie schnell es halt hier auflädt. Was müssen wir nochmal dahin? Machen wir noch mal. Wir sind immer noch am Leben. So. In dieser Truhe, ja. Wortwörtlich. Wo bin ich? Ich vergesse schon wieder meine D-Links einzusetzen. Das wird nicht wahr sein. Da lang. Gut. Übrigens, das Schlüsselschwert, was ich ausgerüstet habe aus Cinderellis Welt, ist genauso stark wie ihr Anfangsschwert. Das ist öfter kritische Treffer macht, so wie ich das verstanden habe. Komisch. Ich hab was Dickes. Ja, ich muss. Ist da. Ist aber treffen würde, wäre noch geiler. Ja, bleiben wir mal hier oben erstmal. Nein, ist so was von eine Falle. Sehr doch schon. Wer sollte denn da eine Ding sein? Eine große Truhe. Alter! Treff euch nicht! Kann doch nicht sein.
Was sagt? Wegen einen werde ich jetzt nämlich schon wieder links machen. So bloß nicht, dass sie den Ding jetzt einsetzen. Das ist satt. Und das. Und das. Und das. Und das. Komm runter. Was zum... Hallo? Was? Ich habe keine Lust mehr, ich sterbe jetzt. So, mir fällt aber ein. Doch, glaube ich, da ist immer noch nicht hochgelevelt. Okay, ich dachte, ich habe doch nichts geändert. War ich mag hier Ausweichrolle. Ja, gibt nein, das eine Ding da kaputt hauen. Das hier, komm, meine Wach da. Oh. Au. Also ist eigentlich Wagen, die ganze Zeit angefangen zu brechen. Aua. Aber da war ein Ding, okay. Jetzt mal irgendwie anzünden oder so, ne? Ich habe da Feuer. Ups. So, ich habe ja Feuer. Wir sind Feuer. Ja, mach mal an, bitte. Aha. Oh. Abwehrfähigkeit ist auf jeden Fall die beste von allen. Oh, Magnet. Ich glaube, wir haben alles hier, ne? In einen Sticker da oben komme ich noch nicht dran. Oh, Aqua ist im Wasser. Das ist ironisch. Lacht. Warte mal, da habe ich doch einen angemacht. Was hat das zu bedeuten? So, du bist doch wieder eine Falle, oder? Nein! Wie kann das? Habe ich gar nicht gerechnet. Eine auffällige große Truhe, die neben einer kleinen Truhe ist. Wer hätte denn damit gerechnet? Ich muss aber, glaube ich, gar keinen Mount-Level, ne? Kann ich auch gar nicht. Komm, eine Gegner und Name noch kaputt. Hier war weiter. Weiß gar nicht, ob man irgendwie ein bestimmtes Level braucht, um überhaupt irgendwie voll hoch zu leveln, weil das einfach nur Zufall ist. Attacke gestiegen, das ist gut bei Aqua. Weil du nutzt auch viel Magie, aber ich finde mich auch manchmal hier mit normalen Angriffen wieder. Gut, dann gucken wir mal. Muss schon Ende sein. Something's not right. Oh, ein Spiegel. Oh, Spiegel, Spiegel an der Wand. Ist Aqua die schönste im ganzen Land? Nein, das ist die V für Vendetta-Maske. Ah.
Los, komm. Wer kommt da? Besiege den bösen Geist des Zauberspiegels. Cool. Was? Oh. Oh. Okay. Wie du lachst. Der ist einfach so kackverschamm und grinsen. Und Spinne. Ja, der Kampf ist ein bisschen trippy. Fand ich schon immer. Aber der Kampfmusik aus dem ersten Teil. Hier. Dass sie mich so kackfrech angrinst, ne? Ah, sehr gut. Aua. Darf ich bitte ausweichen? Ach man. Ah, das ist so. Hier, frisst Seifenblasen. Schmier dein Spiegel. Nein, das gibt's nicht. Ah. Ich kann gar nicht da rausrollen. Ich bin gar nicht. Hab ich ihn übersehen? Ich hab den übersehen. Okay, da hinten ist er. Sieht voll gruselig aus. Voll trippy ist der Kampf hier. Guckst du so blöd? Provozier mich nicht. Bad. How unfortunate. Ich dachte erst, er hat gesagt, au. Maha. Okay, der war noch ein bisschen schlier. Ich wurde auch fast gar nicht getroffen. Also, mein Level ist jetzt nicht irgendwie schon deswegen gewesen. The Queen is gone, my service done. Adieu, O victorious one. Wo ist die Königin hingegangen? Ah. Aber sie war eigentlich fast umsonst eingegangen. Oh, ist doch traurig. Oder? Princess! Was ist denn hier los? Oh, ich mal Zettel an. So sweet. It's just like a miracle. Oh, schön. Gab's doch noch ein Happy End. Ah.
Ventus, why won't you wake up? You're awake! Ventus! Oh, it's a miracle! Terra! Master Ericus! Ventus is awake! Man bemerke, jedes Mal, wenn seine Augen noch so komisch sind, war seine Jacke auch noch offen. Wenn man ihn spielt, hat er so ein Zeichen hier auf seiner Brust, an seiner Jacke. Das glaube ich, so ein Zeichen von Ericus ist vielleicht. Oder keine Ahnung. Every waking is a new journey. Maybe Vent left because it was his time. Erwachen. Wie eine Geburt aus einem Schlaf. Geburt aus einem Schlaf. Das kommt mir bekannt vor. Ach. Ich rede nur Zeugs. Gut. Dann können wir ja den Part hier beenden. Wir haben 88%. Der eine Truhe, die fehlt uns noch. Verdammt. Boah, muss ich schon wieder ausrasten nach der Aufnahme. Und ja. Oh geil, stimmt. Immer noch bei Ehrensturz. Gut, dann ich glaube der Schlüsselschwert ist nicht so gut, ne? Sie hat genauso viel Magie. Was? Okay. Sie hat genauso viel Magie wie die anderen Dinger. Nur noch ein bisschen mehr Angriffskraft. Das ist doch mal echt komisch. Gut, dann würde ich sagen, wir können den Part hier beenden. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann im verwunschenen Reich. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um auf dem Laufenden zu bleiben von diesem Projekt und dem Projekt weiter, also den Kanal weiter zu helfen und mir und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich danke euch alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.